Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Evo2KTV zu einer neuen Folge vom WWE 2K19 Community Universe, dem Evoverse. Ich habe es gestern, glaube ich, vergessen. Hier auf jeden Fall nochmal jetzt der Kalender, was uns so im März erwartet. Da haben wir nur Fastlane und ja, quasi letzten Monat ja, haben wir dann nochmal natürlich ein NXT BCW Takeover Event, der quasi WrestleMania gleicht und dann natürlich auch WrestleMania für Raw, SmackDown und ECW. Bis dahin sind es immer noch ein paar Folgen und ich werde immer wieder gefragt, ey Evo, wie viele Folgen kommen denn jetzt noch? Könnt ihr euch ja selber hier ausrechnen. Hier heute die Folge, dann morgen, übermorgen, dann haben wir noch ein Pay-Per-View plus das, was wir jetzt noch hier in diesem Ingame-Monat zu sehen bekommen. Und ja, ich würde aber sagen, da nichts weiter mehr zu berichten ist, stürzen uns mal in die heutige Folge rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und los geht's! So, im Opener Samoa Joe gegen Baron Corbin, hier holt sich Samoa Joe den Sieg, dann war Ricochet, Cedric Alexander, Titus O'Neil und Mojo Rawley, hier holt sich Titus O'Neil den Sieg, AJ Styles trifft auf Drew McIntyre, hier holt sich AJ Styles den Sieg, Robert Drew gegen Heath Slater, hier holt sich Heath Slater den Sieg, außerdem Bray Wyatt gegen The Miz, hier holt sich Bray Wyatt den Sieg, Bobby Lashley gegen Seth Rollins im Main Event, hier holt sich Bobby Lashley den Sieg gegen unseren Universal Champion. Und wir haben noch eine Promo von Ricardo Velasquez Jr. Und der wird von Braun Strowman unterbrochen. Also dann schauen wir. Nee, Quatsch, ich habe gerade Bullshit erzählt. Ricardo Velasquez ist ja wieder Champion. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe mich gerade vertan. Also Braun Strowman scheint der Auserwählte sein zu wollen für das letzte Match von. Nee, Quatsch, für das nächste Match von Ricardo Velasquez Jr. Ich bin mal gespannt, wie es so weitergeht. Wir müssen mal aufs Ranking achten. So, dann haben wir hier drei News. Ricardo Velasquez Jr. betrat den Ring und rief den Hauptherausforderer vor der Menge raus, um seinem Gegner seine überlegenen Sprüche um die Ohren zu hauen und ihn so zu beeinflussen. Aber Braun Strowman antwortet selbstbewusst und ließ sich nicht einschüchtern. Die beiden Superstars müssen nun zeigen, wer von ihnen mit dem Titel aus dem Ring geht. Seth Rollins startet eine Gegenoffensive gegen Bobby Lashley und beglich damit die Rechnung von letzter Woche. Die Intensität seines Gegners ist mir nicht fremd. Jetzt hat er gezeigt, dass er in dieser Rivalität nicht nachgeben wird, egal wie brutal es wird. Robert Drew wollte sein reguläres Match verlassen, sehr zum Unmut des Publikums. Offenbar wollte er seine Kraft schonen. Jetzt, wo er seinen Titel bald auf dem Spiel steht, Eric Young zwang den Champion, sein Match ordnungsgemäß zu beenden, nachdem er ihn an der Rampe abgefangen und zurück in den Ring verfrachtet hatte. Rivalitäten haben wir noch. 7 Wochen Root gegen Eric Young und 3 Wochen Rollins gegen Lashley. Championship Ranking schauen wir dann auch mal rein. Ja, Braun Strowman, wie ja schon angekündigt, wird wohl der nächste Gegner von Ricardo Velasquez Jr. dann werden. Das wäre auch mal interessant, weil ich glaube, die hatten noch gar kein Match so gegeneinander. Sondern noch so, ja, keine Veränderung beim US Championship Ranking, keine Veränderung beim Tag Team Ranking. In diesem Sinne Raw abgeschlossen. Dann gehen wir mal zu SmackDown rüber und schauen, was da heute so auf eine Party steigt. Es beginnt mit Big E gegen Randy Orton. Hier holt sich Randy Orton. Sie haben wir Kofi Kingston und Jinder Mahal im Tag Team. Die haben eine Rivalität miteinander gegen Heavy Machinery und Heavy Machinery holen sich hier den Sieg. Da haben wir Rowan und Daniel Bryan gegen die Colons. Hier holen sich Rowan und Daniel Bryan den Sieg. R-Truth gegen Finn Balor. Hier holt sich Finn Balor den Sieg. Matt Hardy, Rusev und Shelton Benjamin in einem Match. Hier holt sich Rusev den Sieg. Mustafa Ali mit einer Promo wird von Andrade unterbrochen und Roman Reigns in der Probe wird von Kevin Owens. Also diese Rivalität will scheinbar echt nicht zu Ende gehen zwischen den beiden. So, dann gucken wir in die News rein. Da haben wir eine alte Rivalität, loderte oft, nachdem Roman Reigns seinen ehemaligen Feind in den Ring gerufen hatte. Kevin Owens kam, die beiden hatten eine hitzige Debatte über die Mikrofone und zeigten sich mit dem Ergebnis ihres letzten Matches unzufrieden. Sie wollen die Rechnung gleichen, wenn der Einsatz möglichst in einem Championship-Match. Gut, das kann sich der Owens sowieso abschminken, der ist nämlich nicht dran. Nachdem er so früh eliminiert wurde, mit dem Championship-Match vor Augen, rief Mustafa Ali seinen Herausforderer in den Ring, um ein letztes Mal zu reden. Andrade zeigte viel Selbstvertrauen, offenbarte dann aber seinen wahren Absichten. Er schlug zu, um eine Prügelei zu starten und den Champion zu verletzen. Und jeder wusste, dass das Tag-Team-Match brisant werden würde, wenn die aufgeheizten Rivalen ins gleiche Team gepackt werden. So war es klar, dass die Zusammenarbeit beendet war, nachdem ein Blind-Tag von Jinder Mahal Kofi Kingston dazu gebracht hatte, das Match zu verlassen und seinen Partner hängen zu lassen. Hätte ich auch gemacht an Kofis Stelle. Ich wäre gar nicht erst mit Jinder in den Ring gestiegen. 3 Wochen geht die Rivalität noch. 7 Wochen Mustafa Ali gegen Almas. Dann schauen wir nochmal ins Championship-Ranking. Ja, da ist jetzt auf jeden Fall Aleister Black bei Fastlane dran. Das kann ich definitiv schon mal sagen. Selbst wenn jetzt hier ein Lars Sullivan oder so noch an Aleister Black vorbeizieht, durch Elimination Chamber, wird auf jeden Fall Aleister Black, der nicht im Match drin gestanden hat, in dieses Match reinkommen. So, dann haben wir Elias ist an Andrade vorbeigezogen. Das gilt also auch hier für Andrade. Der wird kein Match haben bei Fastlane gegen Mustafa Ali, sondern eher hier Xavier Woods, Shelton Benjamin oder R-Truth. Also auf jeden Fall keiner, der hier
im Elimination Chamber Match gestanden hat. So, dann haben wir hier noch das Tag Team Ranking. Ihr werdet jetzt vielleicht fragen, hey, was ist denn mit Nakamura und Rusev los? Ja, bei SmackDown, ich hoffe, ich spoilere jetzt keinen, hat Nakamura vor Finn Balor gestanden. Und ja, dazu sage ich jetzt allerdings nicht. Das muss reichen, um eventuell zu verstehen, warum Nakamura und Rusev hier nicht mehr als Tag Team drin sind. Ja, dann werden wir auch mit SmackDown am Ende und gehen dann mal zu NXT rüber. NXT geht weiter, Leute, mit Predator, Adam Cole, Ace Wright und Velveteen Dream im Opener. Hier holt sich Adam Cole den Sieg. Dann haben wir Undisputed Era gegen die Street Profits. Hier holen sich Undisputed Era den Sieg. Patch trifft auf Johnny Gargano. Hier holt sich Patch den Sieg. El Drago hat's mit Roderick Strong zu tun. Hier holt sich El Drago den Sieg. Tyler Breeze trifft auf Pascal Mason. Hier holt sich Pascal Mason den Sieg. Ja, und dann gucken wir uns heute mal ein Match von Steve gegen den Shaw an. Hier ist der Schwung schnell. Einzug ein. Los geht's. So, NXT mal wieder hier heute, der Ausrichter von einem Einzelmatch. Und da kommt der Champion, denn der muss ja auch mal gezeigt werden, jetzt wo er den Titel hat. Das war ja auch Sinn der Sache. Jawohl, der Steven ist also dann am Ring angekommen, dann skippen wir mal zu seinem Gegner. Und das Licht geht aus, der Shawlister kommt. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Wenn du dich jetzt fragst, warum ich so hässlich singe, er hat halt die Musik von Nakamura. Schalala, schalalalalala, schalalalalala, schalalalalala. Oh Mann, Leute, es ist so warm, oder? Kein Wunder, dass man so durchdreht. Wie viel Grad habt ihr denn bei euch? Ich gucke gerade mal bei mir auf dem Handy, weil ich jetzt hier kein Außenthermometer habe. Wetter online. 33 Grad, gefühlt 41 Grad. Das ist auch geil. Kann man das so auch noch sagen, wenn es 33 Grad sind? Ey Mensch, das fühlt sich ja wie 41 Grad an. Also welcher Mensch kann denn sowas bestimmen? Sowas für Wetten, das von früher, oder? Hältst du deine Hand auf den Herdplatte und kannst dann sagen, wie warm die jetzt ist. So, Match beginnt. Der Steven mit dem ersten Kick hier gegen Shawlister Black. Dann zeigt direkt mal einen Suplex gegen ihn. This is still an important match for the champ. He can't afford to show any weakness here. Ja, steht auf. Clothesline sitzt. Aber der Champion direkt schon wieder mit dem Allschritten geringer, aber da kann Shawlister ausweichen. Ja, und das ging schief. Aber die Clothesline sitzt jetzt. Da revanchiert er sich mit exakt der gleichen Clothesline wie eben. Die von Shawlister. Und jetzt gibt es auch hier ein relativ ähnliches Match. Die zeigen echt beide die gleichen Moves. Das ist unfassbar. Kann ein Moveset so ähnlich sein. So, jetzt verpasst er Steve erstmal Steven den K.O.-Tritt. Aber das wird natürlich noch nicht ausreichen. Da bin ich mir sicher, meine Freunde. So, erster Pin-Versuch. Das war schon sehr zu erwarten. Leg Drop. Und reversed von Shawlister. Aber Steven steht schon wieder. Ey, ich bin so irritiert. Es gibt so viele Steve und Steven und Steve Raymond und Steve Austin und Steve Butterfly Mac Kongo. Ein Konter jagt den nächsten.
When this guy's on, look out. On the shoulders here. And it could be a long way down from there. Nasty drop. Oh boy, he is rolling. He's looking at it. So, jetzt schauen wir mal, ist hier jetzt mit Trouble in Paradise finito oder, ja, Shaw fällt erstmal um. Ja, war der Dream Driver doch noch nicht zu viel des Guten, den er vorher gezeigt hat. Aber Shaw ist da, kommt schon wieder zu sich. Aber Steven mit dem Konter. Was hat er jetzt vor? Auf jeden Fall erstmal wieder der Konter. Ja, und da geht's wieder schief. Das ist halt blöd, wenn du so einen Finisher eingestellt hast, der so eine lange Vorbereitungszeit in der Animation hat. Das sieht nicht gut aus hier für Shaw Lister. So, jetzt soll ein unfairer Pin wohl kommen. Reicht aber sowieso noch nicht. Da stößt dann weg. Wieder der Eyeship in die Ringecke. Da kriegt das Bein hoch. Und German Suplex. Und die Close-Line geht wieder schief. So, jetzt gibt es einen Rock Bottom. Wieder der Reversal von Shaw. Und auch der Superkick geht schief. Also, ja, diese Moves, die er ausführt, ist nicht so von Erfolg gekrönt von Shaw. Ich denke mal, da wird der Steven auch gleich den Sack zumachen. Platz ist jetzt auch noch da bei Shaw. Und jetzt der Worm, bitte. Mach den Otis. Und jetzt Zweifel oder was? Oder keinen Bock mehr. Na, Trouble in Paradise soll folgen. Und der sitzt. Und ich denke mal, das wird dann jetzt die Entscheidung sein. Bin voll. Eins, zwei. Und Shaw kommt doch nochmal raus. Ja, dann geht's Match ja doch weiter. Ich glaube, der Shaw hat hier gute Chancen, hier nach einer Verletzung zu haben. Und wieder der Konter von Champion. Da rollt sich der Steven erstmal nach draußen. Also so in der Move-Ausführung, was die Impact-Moves angeht, hat der Shaw wirklich Pech bis jetzt. Und jetzt wieder, Belly to Belly. Ja, gekontert. Jetzt ein Dropkick. Und der Russian Leg Sweep. Na, die haben auf jeden Fall Bock, die zwei. Oh, man.
Ja, gibt's jetzt die heftige Clothesline. Und schauen wir mal, ist das jetzt das Matchende vielleicht? Hey, da ist der Kickout. Das wäre jetzt eigentlich genauso gewesen wie beim Match zwischen Kim Bedaru und Steve. Wäre jetzt wirklich die gleiche Situation gewesen. Ja, wieder ausgewichen. Jetzt echt so gepasst, dass jetzt Steven hier das Match verliert. Ja, Moonsault sitzt auch. Und jetzt soll der nächste Finisher folgen. Aber der wird wahrscheinlich sowieso wieder schief gehen. Ja. Das ist so auf Ansage, das ist unfassbar. Nochmal der Leg-Drop von Steve. Und der Dream Driver, und das könnte tatsächlich jetzt schon eine Entscheidung geben. Eins, zwei, jo! Und da setzt sich der Steven dann am Ende doch durch. Das war jetzt aber auch irgendwie nicht so, ja, keine Ahnung. Der Matchverlauf hat für mich das einfach gezeigt. Der Champion und dazu ein stolzer Champion genießt es vom Grunde. Oh, schau, guckt an, da kommt der Van Knight. Jetzt bin ich gespannt. Ja, diese Championship wollen sie wirklich. Wenn man selbst Champion ist, hat man immer jemanden im Nacken sitzen. Er will diesen Titel wirklich. Skepsis, guckt euch das an. Skepsis beim Steven. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. So, haben wir noch im Main Event Crimson Shaw mit Derrick Gordon Jr. gegen Adam Black. Und da holt sich Adam Black, der Mann von der Don't Cry Society, den Sieg. Was haben wir denn in den News? Drei Sachen. Adam Black und JD freuen sich über einen frühen Einzelsieg gegen Crimson Shaw und Morris King. Durch den fehlenden Respekt für ihre Gegner wirkt ihre Feier aber geschmacklos. Dieses Team macht deutlich, dass in ihrem Tag Team Championship Match nicht mit Sportlichkeit und Zurückhaltung zu rechnen ist. Van Knight trat nach dem Match von Steven auf die Bühne und ließ den Champion und das Publikum wissen, dass der Titel bald ihm gehören wird. Wir werden sehen, ob der Champ sich wegen der Botschaft und seiner Konkurrenz Sorgen macht. Invader startet eine Gegenoffensive gegen Pascal Mason, beglich damit die Rechnung von letzter Woche. Die Intensität seines Gegners ist ihm nicht fremd. Jetzt hat er gezeigt, dass er in dieser Rivalität nicht nachgeben wird, egal wie brutal es wird. Rivalitäten, wo beim Thema sind, 6 Wochen noch SOD gegen die Don't Cry Society. 14 Wochen Invader gegen Pascal Mason und 14 Wochen Steven gegen Van Knight. Also hier sind wir relativ ausgebucht für die nächsten Tage. Dann gehen wir mal zu den Championship-Rankings rüber. Ja, da ist keine Veränderung beim NXT-Championship. Eine Veränderung beim North American Championship ist Pascal Mason an Shaw vorbeigezogen nach der Niederlage. Tag Team Ranking schenken wir uns dann heute, weil das ist erst nach BCW interessant, wo wir jetzt auch hingehen werden. So, Ben Punk gegen Dennis Raven, hier holt sich Dennis Raven den Sieg, dann haben wir Dan Madison gegen The Time Hunter, hier holt sich Dan Madison den Sieg, Derrick Goldman Jr. gegen den Nightmare, hier holt sich Nightmare den Sieg, King Over trifft auf Jack the Hammer Cole mit Glenn vom Hawkins, hier holt sich Jack the Hammer Cole den Sieg, dann haben wir hier wieder SOD gegen Undisputed Era und auch hier wieder eine Niederlage für SOD, irgendwie der Titel bringt denen kein Glück, immer wenn die den Titel haben, verlieren die nur noch, Austin Bishop gegen Adam Gabriel. Hier holt sich Austin Bishop den Sieg. Und im Main Event sind wir Gully gegen den Blister. Hier holt sich der Blister den Sieg. So, in den News haben wir zwei Sachen. Austin Bishop hat ein reguläres Match gegen Adam Gabriel gewonnen. Nach der Schlussglocke aber weiter auf seinen Gegner eingeprügelt. Vielleicht möchte dieser Superstar deutlich machen, dass er vor dem Titelkampf eindeutig die Oberhand hat. Blake Baldwin hat Ben Punk von hinten attackiert, nachdem dieser abgelenkt war. Anhand dieser Aktion sieht man, wie sehr der Angreifer seinen Gegner im Titelkampf verachtet. Er sieht in ihm lediglich ein Hindernis, das man auf dem Weg zum Titel gewaltsam entfernen muss. Und Rivalitäten haben wir noch eine Woche Blake Baldwin gegen Ben Punk. Und 14 Wochen Adam Gabriel gegen den Bishop. Ja, dann schauen wir mal unten drei mögliche Rivalitäten. Interessant übrigens auch, dass das irgendwie eine Tag-Team-Rivalität ist, beziehungsweise einer aus dem Tag-Team gegen den Derrick Goldman Jr. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Championship-Ranking haben wir dann auch hier wieder bei BCW-Championship. Keine Veränderung. Dan Madison, Sangali und King Over vorbeigezogen beim BCW North American Championship. Und in der Tag-Team-Division auch wieder keine Veränderung. Dann werden wir auch bei BCW für heute fertig und gehen mal zu ECW. So, ECW beginnt heute mit Styles gegen den Killer Gamer. Hier holt sich der Killer Gamer den Sieg. Dann haben wir Vincent gegen Kin Bedaru. Hier holt sich Vincent den Sieg. Das ist überraschend. The Butcher trifft auf Deft Psycho. Hier holt sich The Butcher den Sieg. Dann haben wir Walter gegen Jordan Pigeot. Hier holt sich Walter den Sieg. Tracer trifft auf den Champion Michael Adams. Hier holt sich Tracer den Sieg. Dann haben wir hier die Black Invasion gegen
Havoc hier holt sich die Black Invasion den Sieg. Ja, und dann hier Challenge accepted, Leute. Und zwar hat gestern der König, The Man of the Hour, Steve, auf Discord wieder ein bisschen auf die Kacke gehauen und hat gesagt, hier komm Evo 1 gegen 1 gegen mich. Habe ich gemeint, ja, 1 gegen 1 brauchen wir nicht machen. Da gewinne ich sowieso. Und dann hat er gemeint, okay, dann machen wir ein Handicap-Match raus. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, machen wir ein Extreme Rules Handicap-Match draus. Ich bin am Start. Und ja, ich heute gegen die Red Foundation. Schauen wir mal, ob ich dieses Stable auseinandernehmen kann. Schwung ist normal, 1 zu 1, los geht's. So, Leute, und ja, wir kommen dann mal zum Einzug von Havoc. Warum ist eigentlich nicht das Logo? Alles klar, direkt schon mal wieder ein schöner Bug hier. Auf jeden Fall, ja, der Herr 2KTV ist am Start. Und I'm ready. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Hier, Extreme Rules, Handicap Match, das könnte eine krasse Nummer werden. Begeben wir uns mal zum Ring. Muss ja was gut machen nach dieser katastrophalen Leistung bei Elimination Chamber. Ist das jetzt, glaube ich, der Moment, wo ich hier unsterblich werden kann. Wenn ich jetzt ein ganzes Stable ausrotte, dann sollte hier wirklich der Payback gelungen sein. So, nochmal hier ins Publikum reingeschaut. Und ab in den Ring. Mal oben hingehockt. Yo. Na gut, dann skippen wir das mal und warten mal auf die, auf das rote Fondue. Was könnte denn so rotes Fondue sein? So rote Beete-Fondue oder sowas vielleicht? Oder Tomaten-Fondue, ja, so Tomatensuppe oder so. Ja, da sind sie. Na gut, Ansage ist raus. Dann legen wir mal los. So, Herr, wer ist denn der Erste hier? Der Herr Masters. So, direkt mal ein Bulldog hier. Oh, hier ist Steve wehrt sich. Scheiße. Hauptsache ich renne weg und ihr fällt dann da sowas von dumm hin, was physikalisch überhaupt keinen Sinn macht. Soll erstmal ins Ring sein mit mir. Los, Junge. Oh, er kommt da. So, einmal hier rüber. Und er kommt da auch. Der Masters. Verdammt. Oh, muss ich in die Ringecke? Das war eigentlich gar nicht so geplant jetzt, Mann. Ja, dankeschön. Das ist doch bescheuert. Das wollte ich überhaupt nicht. Geh weg. Und durch die harten Geschütze rausgeholt. Wenn man nicht wieder kontern kann hier. Oh Junge. Was haben wir denn hier so? Ach shit, ey. Der vorbei, der Idiot. Nein, Gnade. Jawohl. Nein. Na toll. Ja, was ist hier jetzt, hä? Boah, wer kann denn da nicht kommen? Das ist natürlich jetzt ärgerlich, oder? Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Corey's Point Handicap Match is an incredibly dangerous atmosphere and being outmanned in any way, whether it's by one, two or even more. So, werfen wir das Ding mal weg. Wie gesagt, das hieß Extreme Rules. Der Vorschlag kam nicht von mir. Wollte es nur noch mal wiederholen. So, DDT. So, gehen wir mal zu den anderen zwei Weißbroten. Hey, Kenshi. Ja, genau du hier. Ah, verdammt. Kommen die Kicks. Oh, vorhin Flatner. Weißt du, ich habe sowas als coolen Signature. Sowas wird hier bei anderen wird sowas als Standard-Move benutzt. Was ist los, Masters?
Och Mann, ey, der kann auch nichts anderes außer diesen Reversal. Lächerlich. So, kann ich auch, ne? Big Slam. So. Jetzt endlich mal Ruhe hier. Ist da drüben ein paar andere vermöbeln. Oh, was haben wir denn hier? Oh, guck mal, ein Stuhl. Hallo. Ja, das ist der, der mich herausgefordert hat. Ey, wo haut denn der hin? So. Warum konzentriert er sich dann auf Ken Shi? Was ist los, Master? Du haust, wo willst du hin? Boah, Steve, ey. Geh mir nicht auf die Nerven. We've seen some pretty lopsided handicap matches over the years, and one that stands out so. In my mind. Noch jemand ohne Fahrschein. Anscheinend schon. Oh, wie der immer vorbeihaut. Oh, er kontert, er kontert. Wir gehen auch noch mal hier unten. Oh, Mann, hier unten ist ein Sack, ey. Dieses Gameplay macht mich kaputt. Ja, danke. Geh einfach nicht dahin, wo ich hin will. Alles klar. Dieses geile Spiel, du. When he injured him the week prior. Well, you know what? He should have kept taking Nexus members out. Because even without them, ja, ich stehe schon auf. Was able to accomplish their goal that week. Defeat John Cena. Here he goes. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass jetzt das Comeback schief geht, ne? Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. Hä? Machst das. I always loved a good handicap match growing up. Comeback weg oder was, habe ich gerade gesehen? Two or three jabronis. Despite being outmanned, you always knew Andre would walk. Ah, er kontert. This is what makes him one of the best in the business. Komm, wechsel doch mal mit deinen Kompadres hier. Habe ich eine Kontersperre. Oh, Steve ist im Ring. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Double Irish Whip. Andre the Giant really was the king of the handicap match, as Corey was saying earlier. War kein Comeback. Quite a name for himself competing in battle royals, as you would suspect. Seeing as he's well over 500 pounds. Och Mann, ey, ich hab kein. Also keinen Korn. Wo hatten der? Noch kein Signature oder sowas? Jetzt hat er ein Signature. Komm, drück ihn mir! Drück ihn mir! Easy. Hab es mal drauf ankommen lassen. Hier wahrscheinlich mit einer Verletzung raus, aber ist mir egal. Eh keine Pläne mehr für die Staffel. Jetzt. Hallo. Steve. Ja, der ist ja auch noch hier. Oh, the sledgehammer connects. I'll scramble your insides. Oh, ah, das lief doch mal wie geschmiert jetzt hier. So, schöner Suplex. Oh, wie er einfach wieder ins Leere haut, Mann. Ja, SPO. Ja, lass dich feiern, Junge. Wart mal ab. Ihr werdet euch mal umgucken im Match. Oh, wo geht's jetzt hin? Dankeschön. Das war ja mal ein Freifahrtschein hier jetzt für mich. So. Oh, auch mal wieder den Falling Flatliner. Zwei Finish haben wir jetzt gerade am Start. Rein mit dir, Steve. Hallo. Doch, Mann. Mach auf, Junge. Doch, Mann. Believe it or not, let's say he won the majority of them. Yeah, but I can tell you one he didn't win.
Jetzt mal hier den Rollins Move. Was, dann willst du tanzen? Okay, kannst du haben. Wo haut denn der hin dann? Oh, guck mal, der hat sein Comeback. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Guck mal, da klatscht er hier, der Kenshi. Das gefällt ihm. Nein, er kontert! Er kontert meinen Finisher. Oh. So, geht doch. Wollt ihr ihn dauernd wechseln? Konnt ihr nicht gegen mich alleine klar? Nur weil ich jetzt eine Waffe benutze oder was? Das reicht schon. Was ist los? Red Foundation. Was gibt, dann fliegen wir wieder ein Ründchen. So, was machen wir jetzt hier? Neckbreaker. Da schau an. Da schau mal einer gucken, ne? Ja. Fliegen wir mal, ne? Pinfall. Oh, komm, der Kick. Oh ja, da war der Masters hier. Das ist jetzt ärgerlich, dass jetzt der Finisher weg ist, hä? Der Reversal meine ich. Hä, was ist los hier? Was ist los? Oh, schauen wir mal. Ziel! Lächerlich. Ja, du. Manga-Figur. Mach, dass du fortkommst. Things are not looking very good right now. Gonna have to find a way to regroup. Now he's working that exploit. Oh, komm, Ringrichter, zähl! Komm, der nächste. Jawohl! Junge, Red Foundation! Das ist Havoc, Mann! Hast gut aufgepasst hier. Kenshi und Steve und wie er alle heißt. Kaizuke Master, so läuft das hier. Das ist Havoc, von wegen wir sind tot. Muss ein bisschen früher aufstehen oder auf den Ring kommen. Je nachdem, wie du das Ganze bezeichnen magst. Zerstört habe ich euch. Jetzt kommt mir nicht von wegen, der hat Waffen benutzt. Ihr seid zu dritt gewesen, Mann. Ihr konntet jeden Pinfall unterbrechen. Ihr habt nicht geschissen bekommen. Macht die Siegesfeier hier mal an. So läuft das hier. So, dann gucken wir in die News rein, was wir haben. The Butcher hat es seinem Gegner heimgezahlt und sich die Unterstützung des Universums gesichert, während dieses dabei zusieht, wie er seinem Gegner die gerechte Strafe zukommen lässt. Killer Game hat im großen Match des Abends JCC Styles besiegt. Ist dies nun nach wochenlang hin und her das Ende der Rivalität dieser Superstars oder nur der Beginn von etwas Größerem? Eieiei, Rivalitäten haben wir noch. Eine Woche Styles gegen Killer Gamer, 5 Wochen Arc Enemy gegen The Butcher und Tracer gegen Michael Adams ist im Aufbau, Championship Ranking. Ja, da bin ich nach diesem grandiosen Sieg wieder auf Platz 3 hochgeklettert. Das schmeckt doch mal. Kaizuke Master ist nach dieser peinlichen Leistung definitiv auf dem letzten Platz, finde ich verdient. So, was haben wir hier noch? Vincent an Death Psycho und JCC Styles vorbeigezogen. In der Tag Team Division ist auch mal wieder nichts passiert. Tote Hose, Red Foundation dürfte eigentlich nie mehr ein Match haben hier um den Titel. Wir gehen dann mal zum Main Event und gucken uns das 24/7 Match an. So, Jack the McCone, David Hawkins gegen Crimson Sean Moleskine. Hier setzen sich The Cleaners durch. Mal wieder ein Sieg und kein Erfolg für die SOD. Und ja, dann haben wir die Black Invasion gegen Steve und Kenshi. Hier holen sich tatsächlich hier das rote Fondue holt sich hier den Erfolg. Dann haben wir die Don't Cry Society gegen ein Random Tag Team mit Dennis Raven und Arc Enemy. Hier holen sich Dennis Raven und Arc Enemy den Sieg. Pascal Mason gegen Austin Bishop. Hier holt sich Austin Bishop den Sieg. Ricardo Belesca Jr. gegen Adam Gabriel. Hier holt sich Ricardo Belesca Jr. den Sieg. Dann haben wir noch die Black Invasion Havoc gegen ein weiteres Random Tag Team. Und zwar Michael Adams und der Vincent. Hier holen sich, ja, Havoc den Sieg und dann unser heutiges 24/7 Match und auch gerade mal die Frage von gestern zu beantworten. Weil gestern ist die Frage aufgekommen, warum denn so viele reale Wrestler drin sind von NXT und BCW. Es liegt halt da dran, weil wir, wie gesagt, so viele Leute verloren haben, die inaktiv geworden sind. Und natürlich gehören ja auch Velveteen Dream und
ja, wir waren denn gestern noch in der Folge mit dabei? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, ist das halt so der Fall, weil es ja Leute auch von NXT sind. Das ist halt die Argumentation davon. Also, jetzt schauen wir uns mal an, wer heute hier im 24-7-Match den Sieg holt. Tyson Hill, Dan Madison, Velvet Dream, Mustafa Lee, Tracer oder Bret the Hitman Hart. So, mögen die Spiele beginnen. Oh, Bret Hart ist raus. Nein. Bret Hart macht den Halle. Warum macht Bret Hart den Halle? Oh, der Hitman. My Hero. So, aber auch Titus Neal ist raus. Damit schon zwei reale Wrestler weg vom Fenster. So, Dan Madison zieht jetzt erstmal Velvet Dream die Beine weg. Und Tracer jetzt gegen Mustafa Ali, der keinen Finisher jetzt vorerst hat. Aber da müsste eigentlich doch ein leichtes Spiel jetzt für Tracer sein. Der Neckbreaker sah sehr geil aus. Müsste man mal im Moveset von dem gucken, wie er heißt. Der ist echt cool. Aber das finde ich eh lustig. In der Realität dieses Jahr, der 24-7-Title ist für jedes Roster. Ich habe noch nie NXT da gesehen, dass die was damit zu tun hatten. So, jetzt Dan Madison fliegt ebenfalls raus. Mustafa Ali steht eventuell vor der Titelverteidigung. So, jetzt versucht er hier Velvet Dream rauszuwerfen, der Tracer. Aber ich glaube nicht, dass das schon reicht. Nach einer Minute. Ja, Dream müsste sich ja jetzt rausbefreien. Das dauert einfach zu lang. So, aber Ali will jetzt hier Velvet Dream weghauen. Und Tracer hilft ihm jetzt. Und jetzt Ali gegen Tracer. Und Tracer ist noch nicht raus. Unfassbar. Da kann sich der Clown retten. Und schmeißt jetzt eventuell den Champion raus. Yo, Tracer haut den Champion raus. Und jetzt Velvet Dream. Tracer oder Velvet Dream. Ich bin gespannt. Dropkick wird natürlich von Tracer gekontert. Da greift er auch ins Leere. Los, Clown. Andiamo. Velvet Dream macht ihn jetzt in die Ring. Ah, es gibt einfach nur den 10. Oder 10 Mal mit dem Kopf in das Ringpolster. Wie heißt der Move eigentlich offiziell? Ich weiß es gerade gar nicht. So, jetzt geht es wieder in die Ringecke, aber mit bisschen mehr Schmackes. Dadurch fliegt Tracer wieder in den Ring zurück. Jetzt Dream auf dem obersten Seil. Kommt mit dem Elbow angeflogen, der sitzt sogar. Bricht da jetzt auch zusammen. So, Tracer jetzt mal wieder mit dem Konter. Aber greift wieder ins Leere. Noch 2:13. Ja, das sollte einen Titelwechsel geben, da bin ich mir nicht sicher. Ja, sehr gut. Velvet Dream hat jetzt einen Bug. Das wird Tracer freuen, das wird wahrscheinlich auch Mustafa Ali freuen. Ah doch, jetzt hat er sich vom Bug erholt. Aber was ist mit Tracer los? Da sind wir Besseres gewohnt. Ja, da kommt er jetzt auch out of nowhere, der Reversal. Und jetzt schnappt er sich den Dream. Jetzt bin ich gespannt. Das ist, glaube ich, zu lang, Tracer. Es ist zu lang, Tracer. Und da gibt's den Job. Und jetzt wird Tracer verlieren. Yo, Tracer verliert und Velvet Dream ist der neue 24-7-Champion. Das war echt keine gute Leistung von Tracer. Da haben wir schon Besseres von ihm gesehen. Schade, schade, schade. Ein weiterer realer Wrestler sichert sich also hier den 24-7-Title. Mal gespannt, wie es hier so weitergeht. Und da bekommt er den Gürtel. Naja, wenn er in der Realität den North American Title hat, hat er jetzt halt hier im Evoverse den 24-7 Title. Ja, heißt also für morgen wieder 5 neue Leute und ja, dann gehen wir mal weiter. Jo, und damit zum Ende der heutigen Folge mal wieder angekommen, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Ich würde gerne mal ein paar mehr Daumen nach oben sehen. Ich finde das irgendwie schon interessant. Wir sind hier noch 60 Leute im Evoverse mit Abonnenten, aber ich habe immer nur so 22 Likes. Ich denke mal, da geht ein bisschen mehr. Also, lasst mal den
Like-Button ein bisschen hier so ein Glühen jetzt bei diesen hitzigen Temperaturen. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr euer Feedback wieder in die Kommentare reinschreiben würdet. Was fand ihr gut, was fand ihr schlecht, was würdet ihr gegebenenfalls verbessern? Guckt auch mal in die Videobeschreibung rein, dort findet ihr die ganzen Links zu meinen Social-Media-Accounts, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Wenn ihr dort registriert seid, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanälen mal ein Follow hinterlassen würde. Gleiches gilt natürlich auch für meinen YouTube-Kanal. Jeden Tag 15 Uhr eine neue Folge vom WWE2K19 Community Universe, dem Eververse. Wer auch Interesse an anderen Projekten hat, ist natürlich bei mir auf dem Kanal genau richtig. Wir haben zum Beispiel schon diverse andere WWE2K19 Projekte gehabt. NHL, FIFA, Realm Royale, Sonic, Konzertvideos, Eishockey-Videos, also es sollte eigentlich für jeden was dabei sein, deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet, wenn euch das Ganze hier gefällt und wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten werden. Ich bin dann jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle raus, wünsche euch allen noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.